Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist mein Tomatensamen für dieses Jahr und ich möchte euch hier in dem Video einmal erklären, warum ich oder warum man allgemein mit der Voranzucht von Tomaten nicht zu früh beginnen sollte. Ich weiß, es juckt immer sehr stark in den Fingern, man möchte loslegen. Ja, der Winter war lang, man konnte wenig im Garten machen und jetzt wird alles wieder besser, die Tage werden länger, die Temperaturen werden wärmer und man möchte einfach loslegen, weil die Vorfreude groß ist. Mir geht es genauso, aber als Gärtner braucht man eine Sache und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich Geduld und wer die nicht hat und wer zu früh mit der Voranzucht von Tomaten loslegt, begeht einen folgenschweren Fehler. Dann kann nämlich tatsächlich am Ende die ganze Ernte hin sein, wenn man es falsch macht. Und deshalb möchte ich euch hier in dem Video einmal erklären, warum man mit der Voranzucht von Tomaten nicht zu früh beginnen sollte. Wenn euch das gefällt, könnt ihr an der Stelle gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Vergesst auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Das Ganze ist für euch kostenlos. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig weiter, um auf YouTube hier für euch diese Videos machen zu können. Und ich bin auch auf eure Unterstützung, auf euren Support angewiesen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. So, jetzt starten wir mal mit dem Video, die alles entscheidende Frage, warum soll ich nicht zu früh oder warum darf ich nicht zu früh mit der Aussaat beginnen? Das möchte ich euch jetzt erklären. Übrigens, wer sich dafür interessiert, wie Tomaten angezogen oder vorgezogen werden, kann ich euch hier mal ein Video verlinken. Schaut es euch gern mal an, da erfahrt ihr wirklich alles zur Anzucht. Aber was passiert, wenn ich jetzt zu früh mit der Voranzucht beginne? Zum einen, wenn ich im Januar, Februar schon starte, die Tage sind sehr kurz. Wir haben ohnehin sehr wenig Licht hier bei uns in den Räumen. Ihr könnt es vielleicht auch so ein bisschen über ein Video sehen. Es ist hier im Raum zu dunkel. Ich muss mit einer externen Beleuchtung hier noch drehen, was ich zum Beispiel im Frühjahr oder auch in den Sommermonaten nicht muss, weil einfach genug Licht hier in den Räumen einfällt. Aber wenn wir Tomaten vorziehen und sie dann anfangen zu keimen, gehen sie auf der Suche nach Licht und haben nicht genug. Das heißt, sie wachsen relativ schnell hoch, bekommen einen dünnen Stamm und vergeilen sozusagen, werden lang und dünn. Und das sind keine kräftigen Jungpflanzen, die man nachher dann nach draußen nehmen kann. Das sind Pflanzen, die sind dann eher anfällig für Schädlinge, für Krankheiten. Ja, knicken euch vielleicht auch relativ schnell ab, wenn mal ein bisschen Wind ist oder vielleicht sogar schon beim Einpflanzen. Und dementsprechend habt ihr keine gesunden, kräftigen Jungpflanzen, wo es mit rausgeht. Und das ist der eine Grund, warum man nicht zu früh anfangen sollte. Und ein anderer Grund ist sicher auch noch nachher vielleicht ein Platzproblem. Ja, wenn ihr Januar, Februar schon anfangt, nachher kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Man kann auch früh schon mit Paprika, mit Chili zum Beispiel starten. Denn da kann man schon so Ende Januar, Anfang Februar gut mit anfangen. Manche fangen sogar noch früher an. Das geht auch. Muss man immer gucken, ob man da vielleicht mit externem Licht dann auch noch arbeitet, mit Pflanzenlicht. Aber irgendwann hat man vielleicht immer mehr, was auf dem Fensterbrett steht und die Tomatenpflanzen, umso früher er anfängt, umso größer werden sie nachher hier auch. Er sagt, gehen auf der Suche nach Licht und wenn er jetzt im Februar anfängt, dann geht er vielleicht nachher schon mit so einer Pflanze raus, die euch hier drin auch abknicken kann. Und bis Mitte, Ende Mai müsst ihr die irgendwo unterbringen bei euch, wo sie dann genug Licht hat, wo sie auch ausreichend temperiert ist. Und das ist immer sehr, sehr schwierig und dementsprechend macht es natürlich Sinn, wenn man ein bisschen später anfängt und da dann nicht mit dem Problem des Platzproblems hinkommt, das Problem hat, dass man keine schwache Pflanze hat, denn das sind wirklich so die Hauptgründe. Und es hat auch vor allem gar keinen Vorteil, wenn man früher anfängt, denn wie wir gerade festgestellt haben, ist die Pflanze nicht robust genug. Ihr könnt ein Platzproblem kriegen und welchen Vorteil es tatsächlich haben könnte, dass man zu früh mit der Voranzucht von Tomaten anfängt. Ja, es gibt einfach keinen. Es ist auch nicht so, wenn ihr früher anfängt, dass ihr dann auch früher ernten könnt, weil in der Regel sind es eher Pflanzen, die dann nicht so ertragsreich sind. Das heißt, vielleicht hängt man ein bisschen früher, ein paar Wochen, eine Tomate schon dran. Aber das sind Tomaten, die schmecken in der Regel nicht so gut. Es sind weniger Tomaten dran oder es kann sogar auch sein, dass die Pflanze euch vorher schon kaputt geht, eingeht oder befallen wird und es dementsprechend dann gar nicht zu einer Ernte kommen kann. Und aus den Gründen fangt also nicht zu früh an. Ihr tut euch damit selbst keinen Gefallen. Schlimmstenfalls
ist es nachher so, dass euch die Pflanzen eingehen, bevor es zu einer Ernte kommt. Und dann ist es halt schade, dann hat man die ganze Mühe und Arbeit umsonst gehabt, nur weil man am Anfang einfach zu ungeduldig war. Ich kann es verstehen, weil es mir auch so geht, ich muss mich selber zügeln, das geht mir jedes Jahr so, man möchte einfach loslegen. Aber wer früh anfangen möchte mit der Voranzucht, kann halt zum Beispiel schon mit Paprika oder Chili anfangen. Dann habt ihr auch schon mal so ein bisschen was zu tun, man kommt so ein bisschen rein im Flow, kriegt langsam wieder das Gefühl, dass es losgeht, ja, entwickelt den Spaß und die Freude wieder. Aber das sollte man nicht bei Tomaten machen, da sollte man tatsächlich noch länger abwarten. Gleiches gilt übrigens auch, wenn wir schon bei so einem Video sind, für Gurken oder für Zucchini, für Kürbis. Da bekommt ihr nachher auch Platzprobleme, weil die werden schnell auch sehr groß. Und auch da sollte man nicht zu früh anfangen. Da kann man eher sogar noch ein paar Wochen länger warten. Mit den eben genannten Zucchini, Kürbis, Gurken kann man zum Beispiel Anfang Mitte April noch locker starten. Das reicht in der Regel aus, bis die Eisheiligen vorbei sind, dass man die Pflanzen dann dass man kräftige, gesunde Pflanzen dann auspflanzen kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben hier. Abonniert, wie gesagt, gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos und wir sehen uns dann vielleicht auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dann.